Klopapierpapier und der Plastikpokal. Wenn ich das guck, ist mir alles fick egal. Helga! Helga! Nein, nein, warte, ich such wirklich meine Freundin Helga! Helga! Oh Mann, ey, kapiert das nicht, ey! Helga! Ey, bist du eine dumme Wichserin? Boah, ey, lass dich die einmal alleine, ich mach unser geheimes Zeichen! Ravioli! Oh, also könnte das mit ganz viel Fantasie aussehen wie Ravioli? Ja! Nein, Snape, hör auf mit Dumbledore zu knutschen! Helga! Wer schreit denn da so? Helga! Helga! Was ist das denn? Helga! Helga! Wo bist du? Gut, weg hier! Was ist hier los? Warum ist alles verkrukelt? Hab ich was verpasst? Helga! Wer zum Geier ist Helga? Harry! Gott, wir haben mich so lange gesucht! Ja, bestimmt 2 Minuten lang, ey! Ey, guck mal in den Himmel, findest du, dass das aussieht wie Ravioli? Nee. Benutz deine Fantasie! Die Fantasie! Sie mal auf, Sie sind ja bekloppt hier mit Ihren schlechten Soundeffekten. Kinder, geht's euch gut? Ich bin's, der Süßigkeitenmann. Wer will eine Lutscherstange? Jetzt halten Sie Ihren Schnabel. Lutscherstange? Lutscherstange, wer will immer lutschen, ne? Ist das Lakritze? Lass dich ja nicht drauf ein, Harry. Aber ich mag Lakritze. Der Wichser will uns nur in die Wäsche, so lenk ihn lieber ab. Oh, da fliegt Superman. Das war eine gute Ablenkung, oder? Weil Superman ist eine fiktive Figur und die gibt's gar nicht. Jo, das habe ich wohl verstanden. Sie wohl nicht, was? Ich hab's kapiert. Also wie kann er lutschen, was? Halt, warten Sie. Moment. Hinter Ihnen steht ein dreiköpfiger Affe. Wo? Schon wieder drauf reingefallen. Niemand will an meiner Lutscherstange lutschen. Wo soll ich denn noch hin? Leute, ich habe das Gefühl, dass dieses Schuljahr genauso wird wie letztes Jahr auch. Man versucht mich zu vergewaltigen und wir verarschen Leute. Aber dieses Ravioli-Zeichen, das hat irgendeine höhere Bedeutung. Jetzt sieht's aus wie eine Brezel. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Holsteiner Knochenschinken ist um 30% runtergesetzt bei Lidl. Wie günstig. Und du Naschen? Wollt du naschen? Ich? Wollt du naschen? Kinder? Wollt du naschen? Ja, hier, ich, einmal Pommes. Hier bitte, 1 Euro. Aber das sind keine Pommes. Ein Pommes, 1 Euro. 1 Euro, gib 1 Euro. Laut hier. Nicht mal Mayo. Ich will, was will ich denn? Hallo, ich hätte eine Chile-Banane. Hier bitte. Hallo. Bitte auch eine Chile-Banane? Nee, danke, ich hab schon eine. Ich will nur was im Norden. Könnte ich etwas von dieser Ahoi-Brause haben. Ja, bitte. Harry, stimmt irgendwas nicht mit dir? Du wirkst irgendwie so angespannt. Ey, soll ich euch mal was sagen? Die Marshmallows hier schmecken saunig wie Pommes. Es sind keine Pommes, Ronald McDonald. Scheiß Läuse. Wenn ich dich darauf hinweisen darf, du hast einen Ständer. Normalzustand? Ich kenne das gar nicht mehr anders. Hör zu, ich finde das ekelerregend. Entweder du wichst ihn dir jetzt auf der Toilette runter oder ich schneide ihn stückchenweise mit meiner Nagelschere ab. Denk an was Asexuelles. Lass uns beste Freunde sein! Speck und Mayonnaise und Gurkenglaswasser. So, das war der letzte Punkt der School Rules. Bitte behaltet das, das ist sehr wichtig. Oh, ich hab's noch nie laufen sehen. Was hast du denn? Sie haben gesagt, ich soll Bescheid sagen, wenn jemand vor der Tür ist. Ja, na und? Steht jemand vor der Tür? Dann lass sie doch rein. Okay. Jo, Kinder, jetzt hört zu, es kommt eine very important message. Es wird ein gigantisches Battle geben. Nein, nicht das, was ihr denkt. Kein Rap-Battle zwischen mir und Lord Voldemort, denn das wäre ja langweilig und ich würde ja sowieso gewinnen. Nein, viel besser, ihr müsst euch mit Schülern von einer anderen Schule battlen. Ganz genau, und damit meine ich das volle Programm. Aber was heißt das? Kaugummi in die Haare schmieren, Kakao in Ranzen schütten und Klappmesser ins Auge. Ja. Was jetzt geklärt ist, begrüßt mit einem ganz lieben und ganz netten Applaus die lieben kleinen parisischen Mädchen von der Friends. Frenchy Posse! Tja, Mädchen, mit Arsch! Wir sind so toll, wir pupsen Schmetterlinge! Ein
Alter, die sieht aus wie Snake, nur geschminkt. Bin hier noch zweifache Salto und Kalabums. Fertig. Geil, oh Mädchen, ich stehe um Mädchen. Da war ein Fleck, ne? So, Kinder, jetzt hört mal die Schnauze. Es folgen die Kinder von der Russenakademie. Oder Bulgaren. Ne, egal, irgendwas mit Wodka. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, mein Bambusstock, Oh, lasst mir bitte meinen Bambusstock. Lieber nicht den Hut oder nehmt den Rock. Aber lasst mir bitte meinen Bambusstock. Ist das ein Zirkus? Ist das der Clown? Der sieht witzig aus. Ach, lass mir bitte meine Bambusstock. Und hier ist Ihr Schulleiter Igor Karkarov. Hallo, Friedrich. Ja, okay, reicht. So, da wollen wir den Noobs mal zeigen, wie man richtig Musik macht. Halt, alle mitmachen. Auf 3, 5, 11, 3. Ja, ich bin fresh, dann wieder. Back from the underground, back for my refugee. What the fuck? Und jetzt im Kanon, wo sind eure Hände? Ja, ich bin fresh. Ich mag dir, du bist rubisch. Ich wollte noch mal ganz viel Merci sagen, dass sie mich hier eingeladen haben. Jo, ich wette, sie und Hagrid werden sich riesig verstehen. Hallo. Monsieur Hagrid, wissen Sie, was mir gerade auffällt? Ja. Sie sehen im Gesicht aus wie ich unterm Rock. Oh, sagen wir viele. Gau, verfickter Fixer, also ficken Kacke, Mistgabel, sie Arschkackewurst. Jo, ich geh mal wieder weg. So, Kinder, es folgt der spannendste Moment eures Lebens. Das hier neben mir ist die berühmt-berüchtigte Feuertombola. Ich kenne die gar nicht, die ist nicht berühmt. Da tut ihr euren Namen reinschmeißen und vielleicht gewinnt ihr ja am Ende den geheimnisvollen Preis, den ich jetzt noch nicht verrate. Aber alle, die mitgemacht haben, kriegen einen richtig tollen Trostpreis. Pflaster. Zufällig bin ich auch hier. Böse! Diese Person ist böse! Böse! Die Musik mag ich nicht! Ich muss kotzen. Was ist das? So, das nenne ich mal Musik! Der spricht, als müsste er dringend deinen Neger abseilen. Was? Alter, guck mal. Der hat ein bionisches Auge. Das ist 100 Milliarden, 1000 Milliarden, Millionen mal besser als ein normales Auge. Bionisches Auge aktiviert. Na, wenn das nicht der Udo ist, dich hört man ja schon vom Weiten. Ja, scheiß Quietscheschuhe. Ja, Pech für dich. Pech für dich. Du hast Pech gehabt und ich nicht. So, jetzt erstmal eine Pepsi. Ey, guck mal, der trinkt Pepsi. Ja, der kann heute Nacht bestimmt nicht schlafen.